Schön, dass du ihr wieder zuschaut. Heute geht es um Wohlfühlgewicht. Nein, um intuitive Ernährung. Das Buch hat mich zum Umdenken gebracht, während ich quasi mitten in meiner Entwicklung zur Sportskanone. Nein, Cut. Dieses Buch kam zur richtigen Zeit. Ich habe nämlich mit Hula Hoop angefangen oder wieder angefangen und habe dann dieses Buch als Rezensionsexemplar bekommen und dachte mir, na toll, schon wieder so ein Abnehmbuch, so ein Quatsch. Aber die erste Seite hat mich schon in seinen Bann genommen und das ist wirklich unglaublich interessant. Es gibt auch verschiedene andere Bücher zur intuitiven Ernährung, aber dieses Buch hat mich halt dazu gebracht, die Ernährung einfach anders zu sehen, weil bisher gab es bei mir immer böse Lebensmittel und gute Lebensmittel. Die guten Lebensmittel sind die, wo man sich dazu zwingen muss, sie zu essen. Und die schlechten Lebensmittel sind die, die man gerne isst, aber nicht essen darf. Und dieses Buch hat mich eben dazu gebracht, Lebensmittel nicht mehr in gut und böse einzuteilen, sondern in da habe ich Bock drauf und da habe ich heute keinen Bock drauf. Ja, das wollte ich einfach einmal kurz loswerden, weil so viele immer fragen, welches Buch das ist. Dieses hier, dieses Buch ist es. Und nein, ich habe keine Seminare von Mareike Awe gemacht, Dr. Mareike Awe gemacht, sondern einfach tatsächlich nur das Buch gelesen. Und auch hier gilt, wie beim Hula Hoop, es funktioniert nicht von heute auf morgen. Es ist ein schleichender Prozess und Essen soll halt wieder Spaß machen. Und ich möchte mich nicht mehr vollstopfen, sondern genüsslich essen und wie mit Hula Hoop, also wie mit dem Sport, einfach Spaß daran haben, was ich mache. Und ich möchte auch Spaß beim Essen haben. Und da wir gerade beim Spaß beim Essen sind, kann ich auch Federleicht empfehlen von der lieben Melanie Pignitter. Den Namen spreche ich wahrscheinlich wie immer falsch aus, aber es macht nichts. Da geht es darum, wie du loslässt und ein befreites und erfülltes Leben führst. Das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, natürlich. Aber auch hier lernt man eben, also ich finde, das passt hervorragend zu diesem Buch dazu, weil es im Wohlfühlgewicht auch um emotionales Essen geht. Und ich habe halt oft emotional gegessen. Das heißt, ich habe gegessen, weil ich Langeweile hatte. Ich habe gegessen, weil ich traurig war, weil ich wütend war, frustriert. Das alles ist emotionales Essen. Und natürlich kannst du nicht satt werden, wenn es kein körperlicher Hunger ist. Also das würde jetzt zu weit führen, wenn ich anfange, darüber zu philosophieren. Ich kann dir nur raten, entweder das Buch zu lesen oder den Podcast da reinzuhören. Oder auch hier auf YouTube gibt es einige Folgen, wo sie erläutert, wie das mit dem intuitiven Essen und so funktioniert. Und das Buch ist eben sehr gut dafür gedacht oder eignet sich hervorragend dafür, sich ein bisschen mit sich selbst auseinanderzusetzen, was auch nicht leicht ist natürlich, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und wenn du genug von ernsten Themen hast, dann empfehle ich dir Frau Bodenschlampe. Abnehmen ist nichts für Mütchen. Das ist nämlich unglaublich witzig und passt auch zum intuitiven Essen dazu, weil die Waage eine blöde Kuh ist. So, das war's. Ich möchte euch gar nicht so voll quatschen. Wenn ihr mehr zu meinem Weg zum intuitiven Essen wissen wollt oder was auch immer, dann kommentiert. Schenkt mir natürlich einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, natürlich auch einen Daumen runter, logisch. Und abonniert mich gerne, erzählt euren Freunden, Bekannten, teilt auf Social Media, schickt E-Mails an Freunde, Bekannte, wie auch immer. Mir macht es Spaß, ich möchte euch einfach auf dem Weg mitnehmen und, das klingt blöd, ne, aber auf dem Weg zu einem besseren Ich. Ja, das war's. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und bis dann!